Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Letztes Mal haben wir, ich glaube, hier erfolgreich verteidigt und das hier eingenommen. Genau. Letztes Mal wollte ich euch noch fragen, weil ich habe ja gesagt, so ja, Militär schadet nie. Wie ihr zum Militär in Deutschland steht, also zur Bundeswehr. Würde mich mal mega interessieren, weil es gibt ja eine sehr große, also sehr viele in Deutschland sagen, dass es das Militär überhaupt nicht braucht. Das hatte ich beinahe wieder vergessen. Dass es das Militär gar nicht braucht und dass wir öffentliche Ordnung brauchen wir eigentlich nicht. Geld brauchen wir auch nicht. Nahrung. Ja, auf jeden Fall Nahrung. Dass es das Militär überhaupt nicht braucht, also die Bundeswehr, und dass wir abrüsten müssen oder sollen. Weil, also, es ist Fakt, dass das Militär Millionen von Steuergeldern frisst, das ist klar. Und genau. Und halt, da würde mich mega interessieren, wie ihr dazu steht. Also, ob ihr dafür oder dagegen seid. Also, ich würde mal raten, sage ich mal, wenn ihr solche Strategiespiele spielt, dann seid ihr eher dafür, dass, beziehungsweise dagegen, dass das Militär abgebaut wird. Ich überlege gerade, ob das gerade so clever ist, weil der hat schon eine ziemlich krasse Armee. Also der hat 2, 4, 5. Ja, 5 Pekiniere mit einer 6er Garnison, also 6 Pekiniere. Ich habe 4 Pekiniere, aber ich habe halt königliche Spartaner und Helden Spartas. Aber trotzdem sagt er, ich habe keine Chance. Wird auf jeden Fall eine sehr interessante Schlacht werden. Da bin ich schon vormarschiert. Genau. Viele haben auch gesagt, also das ist auch schon eine ganze Weile her. Oh, das ist gefährlich. Eine ganze Weile her. Da hat Amerika sich beschwert, dass Europa oder Deutschland, weiß nicht mehr, ob Europa oder Deutschland, ich glaube allgemein Europa, so wenig Geld in Militär steckt. Und da kam ja so ein mega Shitstorm aus Deutschland oder von deutscher Seite. Natürlich nicht offiziell, also natürlich nicht von der Politik. Aber da war ich ehrlich gesagt auch so, dass ich gesagt habe, so, ja, aber ganz ehrlich, was geht Ihnen das an? Und also, ich war auch eher auf der Seite von Deutschland, auch wenn ich nie Shitstorm mache, weil das, ja, ich bin generell dagegen. Und das ist ja eine ganz andere Nummer. Genau, und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und das hängt alles mit dem Vertrag, was wir mit dieser UNO und fällt gerade der Fachbegriff nicht ein. Der bekommt auch nichts. Genau, und zwar das Bündnis zwischen UNO und dem Westen, beziehungsweise also USA, legt vor, dass jede Seite oder jeder Vertragspartner
mindestens eine gewisse Prozentzahl des Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgeben muss. Und ich glaube 5% oder so. Oder ich weiß, also ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent. Auf jeden Fall liegt halt Deutschland bei weitem darunter. Und ich glaube, am besten schneidet noch Frankreich ab, glaube ich. Ein Also, einfacher Tribut. Mehr erwarten ja, kann ist ich mir nicht. eigentlich egal. Mein Herr erwartet, dass ihr es für angemessen haltet, seine Ja, Strafe ist mir zu eigentlich verhängen. egal. Genau, und das Interessante ist, man kann, wenn man das weiß, die. Das können wir eigentlich automatisch machen. Schutzstellung, dann sterben hoffentlich so wenig wie möglich. Ja, bitte. Ja, sehr gut. Wir haben nur 54 verloren, das ist doch super. Ja, der hat halt kapituliert. Da ist eigentlich keine Garnison mehr übrig. Wo war ich gerade? Genau, also wenn man das halt durchliest, dann kann man schon ein bisschen Amerika verstehen, dass sie halt so sagen, so ja, komm, das ist eigentlich im Vertrag. Und ja, macht mal ein bisschen hin, so. Aber auf der anderen Seite ist ja die Bundeswehr in Deutschland so, ja, ein Schatten von ihrer früheren Macht, sage ich mal. Und ich sag nicht von Dritten Reich, sondern auch davor, also Militärstörung, Einheit bestechen. Deutschland war ja Ich erwarte schon. eure Befehle. Nee. Ich will doch nur meine Generäle töten lassen. Du darfst mal wirklich meine Generäle töten. Zu euren Diensten. Genau, also ja. Aber Meine das Liste ist kennt keine alles. Grenzen. Würde mich halt Ist alles, super was ich interessieren, brauche. wie ihr damit oder was ihr allgemein für eine Meinung dazu habt. Vielleicht können wir das mal auch im Stream bequatschen. Wie kann ich euch dienen? Weil, also, ich finde es sehr naiv zu sagen, dass wir keine Armee brauchen. Also klar, das kämpfen wir mal, weil es eine schöne, fette Schlacht ist. Also klar, wir werden bestimmt nie in so einen großen Krieg kommen, sag ich mal, wo wir der Hauptaggressor sind. Wow, voll das gute Wetter. Aber ja, ich meine, ich kann heute sehr gut reden, wie ihr bestimmt merkt. Moment. Ich finde nur, dass die Entschuldigung, Unsere Gott. Verstärkung ist eingetroffen. Dankeschön. Also, es ist halt naiver zu denken, dass wir keine Verteidigung brauchen. Also man braucht immer Verteidigung, weil es immer Radikale gibt, sei es jetzt von irgendwelcher Religionsseite aus oder ob es linksextrem oder rechtsextrem ist oder so weiter.
Es wird immer extreme Menschen geben. Das ist einfach die Natur der Menschen. Und ja, dementsprechend brauchen wir Militär, um uns zu schützen. Ich meine, wir haben es geschafft durch also durch den letzten großen Krieg, der uns quasi aufgeweckt hat, dass wir sowas nie wieder machen dürfen oder können und wollen und dürfen und wollen, dass wir dadurch eine riesen, ja, ein, also wir haben ja mega den langen, also die lang, längste Friedenszeit, glaube ich, ever, ever, also seit jeher. Und ja, das ist nur, weil wir eben einen unglaublich großen und katastrophalen Krieg hinter uns haben. Und dementsprechend müssen wir, finde ich, ja. Wow, ich trug es gerade so rum wie so ein Erstklässler. Tut mir gerade voll leid. Ich bin echt schlecht im Multitasking. Aber naja. Gut, so, aber mal die ganze Politik weglassen. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles Tolles machen können. Die Helden Spartas gehen mal außen rum. Wieso sind die wieder hier vorne? Die landen mal. Die beschützen. Und die fangen wir an mit dem Bombardement. So, sehr schön. Bleaten, Steinschleuder auf. So, die werden jetzt auf jeden Fall die Steinschleuderer angreifen. So, die sind jetzt ready for takeoff. Die kann ich jetzt eigentlich auch hernehmen und hierhin tun. Was passiert hier gerade? Was macht ihr gerade? Na, Kavallerie mal weg. Ich könnte jetzt auch die hierher holen. Dann greifen die mal an und hier mache ich mal zu.
Ah, die Bürgerkavallerie wurde schon wieder abgefangen. Was? Die brechen hier voll durch. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wow. Jetzt muss ich mal mit denen hier ein bisschen aufräumen. Den Fernkämpfern. So. Gut. Gehe ich mal hier hin. Schnelle Nahkampfkavallerie. Befehl verstanden, Kommandant. Viel Befehl. Eure Befehle? Königliche Spartaner. Nahkampfkavallerie. Also, ja, die zweite Armee brauche ich gar nicht. Wow. Die Männer wanken. Wer? Hier? Oh. Ja. Die wurden ziemlich aufgelöst hier. Krass. Ich gar nicht mehr im Fenster. Okay, vielleicht brauche ich dann doch. Verstärkung. Doppelte Geschwindigkeit und die warten erstmal 2 Stunden. Also die Mitte von mir haben sie auf jeden Fall ziemlich zerbrochen. Entscheidender Sieg. Also 3-8, 600 verloren, 2-9, 2-8 verloren. Okay. Ja. Ah, 400. Boah. Das ist natürlich heftig. Aber die haben sehr viel verloren. Aber ich glaube, ich hätte es auch ohne die Verstärkung geschafft.
bin ich mir eigentlich relativ sicher. So, wie sieht's hier aus? Genau, hier ein Tempel, öffentliche Ordnung und das da. Gut. Hier können wir auch erstmal. Er hat halt alles voller Militär gepumpt hier. Ist auch interessant. Dann leveln wir dich mal hoch. Wie sieht's hier aus? Hier oben ist eigentlich nichts, nicht? Nicht? Ja, hier halt die da. Wie sieht's denn eigentlich gerade mit den Siegbedingungen aus? Persien, genau, Persien brauche ich noch. Krass. Wenn ich Persien habe, dann habe ich schon gewonnen, ne? Syrien habe ich noch nicht ganz. Okay. Und hier drüben. Ökonomien, Kultur, hier, Armenien. Dann muss ich ja dann anfangen, Richtung Osten zu gehen wieder. Ich kann ja mal... dich nach Geten schicken. Es waren doch die Geten, oder? Nee, Sueben, nicht Geten. Sueben. Wahrscheinlich geht es nicht, weil ich mit denen im Krieg bin. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Die Reihe ist hier schon ausgestorben. Leider und okay. Da brauchen wir ja bald neue Frauen. Für unsere kräftigen Männer brauchen wir kräftige Frauen. Was? Das da. Dann haben wir alles. Ach, da oben ist er auch so eben. Habe ich bei denen Eraviska. Eraviska. Die mögen mich gar nicht. Seid ihr mutig oder töricht? Oder einfach nur verrückt? Sprecht und ich höre euch an, ehe ich euch das Fell abziehe. Ja, wow. Gut. Ist mir egal, ich gehe trotzdem durch. Die kann mir ja gar nichts. So. Wenn nehme ich halt die auch noch mit. Die sind ja nicht so groß, ne? Hier 1, 2, 3. Ja, easy. Gut, hier ist ja noch ein bisschen Tumult. Hier ist eine Armee und da ist eine Armee. Ich muss halt hier hoch wieder, ne? Also mit einer Armee muss ich da hoch.
Währenddessen kann die Armee nach da. Da brauche ich die Flotte von da. Das wird auch ein bisschen noch dauern. Warte. Die bekommen nichts. Der bekommt was. Genau. Das ist gut. Die letzte Mauer bekommt was. Nein, bekommt sie nicht. Die 300. Aber er bekommt. So, jetzt auch. Alter, wie viele Agenten da auf einem Platz sind, ne? Na, und eine von meinen Agenten haben sie erwischt. Naja. Wenn ihr wirklich euren Göttern dient, denkt sorgsam und mit klaren Kopf über meine Worte. Das Angebot, hey, kann ich tun. Jawohl. Mein Herr bietet euch. Ja. Dann stressen die nicht so rum und bezahlen uns dafür. Passt. Das passt doch ganz gut. Die wollen sich also rumschnappen. Okay, aber erst nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal, entweder hier oder im Stream. Montags ab 3 und donnerstags auch ab 3. Ups, genau. Bis dann. Bye bye.